Servus, ich bin der Daniel, ich bin in der Produktentwicklung hier bei Wundermix und ich zeige heute unser neues Produkt, den Wundersudler. Und ich würde sagen, den packen wir direkt mal aus und schauen, was da so drin ist. Wir haben hier zuerst die Bedienungsanleitung und der Wundersudler ist schon komplett zusammengebaut. Wir haben hier die Zuführhilfe mit zwei Messern, den Deckel für den Wunderslicer und den Schneidkegel mit einem dritten Messer. Der Wundersudler kommt mit drei Messergrößen, einmal für Bandnudeln, für grobe und für feine Spaghetti. Das Messer, das ihr verwenden möchtet, kommt einfach in den Schneidkegel rein und wird so eingesetzt, dass die Lasche nach vorne zeigt. Die anderen zwei Messer sind schnell und sicher in der Zuführhilfe verstaut. Der Wundersudler ist ein praktischer Aufsatz bzw. eine Erweiterung für den Wunderslicer, mit dem ihr Obst und Gemüse zu Spiralen verarbeiten könnt. Der Wundersudler ist kein eigenständiges Produkt, sondern eine Erweiterung für den Wunderslicer. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall den Aufsatzbehälter des Wunderslicers, um ihn benutzen zu können. Der Schneidkegel hat ein Sicherheitsfeature. Und zwar gibt es hier einen Druckbolzen, der federgestützt ist und so verhindert, dass der Schneidkegel ohne Deckel auf die Steckachse aufgesetzt werden kann. Der Schneidkegel wird von unten in den Deckel eingesetzt und hat hier ein bisschen Spiel, damit er sich gut drehen kann. Hier gibt es ein Gleitlager aus POM. Das ist sehr verschleißt und abriebsfest. Das macht allerdings das Zielen ein bisschen schwieriger, wenn man den Deckel aufsetzen will. Deshalb gibt es einen Trick. Man setzt den nur so ein, dass er auf den Schnapphaken sitzt und dann wackelt hier nichts mehr und dann lässt es sich viel leichter auf die Achse aufsetzen. Zum Sudeln könnt ihr die Zucchini vorbereiten, indem ihr hinten den Strunk abschneidet. Und ich schneide gerne auch die Spitze ab. Und dann wird die Zucchini auf die Zuführhilfe aufgespießt. Wir stellen den Thermomix auf Linkslauf und auf Stufe 2. An der Zuführhilfe bleibt ein kleiner Kern übrig, das lässt sich leider nicht vermeiden. Der Wundersudler kommt nicht nur mit Zucchini klar, sondern auch mit jeder Menge anderem Obst und Gemüse. Fragt euch bestimmt, warum der Deckel eigentlich schwarz ist. Das hat den einfachen Grund, damit er zu beiden Slicerfarben passt. Hier vorne sieht man sehr gut die unterschiedlichen Ergebnisse der verschiedenen Messer. Hier ganz rechts sind die Feinsudels, dann gibt es hier die groben Sudels und die Bandnudeln.
Neben den Zucchinis können wir natürlich auch ganz andere Obst- und Gemüsesorten machen, wie zum Beispiel Karotten, Süßkartoffeln. Wir haben hier feine Apfelscheiben, Pastinake und sogar Zwiebeln lassen sich zu Sudeln verarbeiten. Darüber hinaus geht natürlich noch alles Mögliche, was euch so einfällt. Und wenn wir fertig sind, kommen die Sachen einfach in die Spülmaschine. Und bei uns wird es erstmal gesnackt. Selbstgemachte Kartoffelchips. Viel Spaß beim Sudeln!